Also das Pardon, letzte. excuse me. Yani hem Müslümanlar hakkında hem İslam hakkında. Sohbet ülkeler hakkında. İslam ülkeler. Eş? Also, das letzte Jahrzehnt und auch die Zeit, wo ich dann eben aus dem Zivildienststudium Beruf, ist ja geprägt von so zwei großen militärischen Auseinandersetzungen, die zumindest jetzt äußerlich auf den 11. September zurückzuführen sind. Irakkrieg Und Afghanistan. unter Bush. Genau. Also beides hat irgendwie mit dem 11. September zu tun und ich muss sagen, ich war damals gerade so am Anfang auch so ein bisschen so ein Kind, was den Medien mal alles einfach abgenommen hat. Also für mich, für mich war da klar, okay, wir sind die Guten und die sind irgendwie böse. Ich weiß zwar nicht so viel darüber, aber das muss so sein. Wird uns ja immer jeden Tag erzählt und überhaupt, ne? Und da muss ich sagen, Astaghfirullah. Ja, Allah so, möge mir vergeben, dass ich überhaupt so gedacht habe, aber diese Propaganda bin ich anheimgefallen. Und das Problem war, dass ich damals ja aufgrund des bisherigen Werdegangs mich ja immer gefragt habe, was ist denn die Wahrheit? Es muss ja irgendeine Wahrheit geben, weil, obwohl, also jetzt gibt ja viele Physiker, für die ist klar, ja, kann man alles irgendwie mit Formeln berechnen, ist natürlich Quatsch. Für mich war immer klar, es gibt einen Schöpfer. Nicht zwei, nicht drei, nicht 5000, einen. Auch zu Schulzeiten. Also selbst wenn ich nach außen hin argumentiert habe, dass ja die Physik alles erklären kann, so dumm war ich damals, war mir klar, es gibt nur einen Schöpfer. Das ist, also heute weiß ich, was das ist. Das ist diese Fitra, also was den Menschen eingegeben ist. Also der Mensch ist natürlicherweise Monotheist. Und das war mir immer klar und ich wusste aber nicht, warum mir das irgendwie so klar war. Jedenfalls im Christentum habe ich diesen Monotheismus nicht entdeckt. Und deswegen habe ich mich auch nicht sonderlich lang mit Buddhismus und Shintoismus und weiß der Kuckuck was aufgehalten, sondern es gibt zwei monotheistische Religionen. Also natürlich gibt es nur eine, aber damals dachte ich halt, es gibt zwei. Das eine ist natürlich Judentum, das andere ist der Islam. Gut. September 11 war der Islam für mich tabu. Der Böse. Ja, weil das war ja irgendwie, das sind so Strukturen, die ich nicht durchschaue, zu gefährlich. Also damit sollte man sich nicht befassen. Also habe ich mich ein bisschen mit dem Judentum befasst. Da habe ich dann aber festgestellt, also mein Freund aus Russland, ich habe einen Freund aus Russland, aus dem Studium, ist ein netter Typ, der ist selber Jude und der hatte mir damals gesagt, also du brauchst jetzt nicht denken, selbst wenn du diesen ganzen Konversionsgang machst und also das kann auch Jahre dauern, selbst dann ist nicht verbrieft, dass dich dann jeder anerkennt. Von den Muslimen Von als den Juden, von den Juden. Also wenn man jetzt zum Judentum konvertieren will. Und man macht das, dann ist nicht verbrieft, dass das jeder so annimmt, denn für viele gilt, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. So, da ich die nicht habe, bliebe nur die Konversion. Und dann habe ich gelesen, es ist irgendwie so, also ich weiß nicht, ob das ein Gesetz ist, aber zumindest wird es so gelebt, man darf einen Juden nicht fragen, also bist du jetzt von Geburt oder bist du dazugekommen? Und dann dachte ich, sehr cool, dann kann mich ja eigentlich keiner fragen. Aber wenn man konvertiert, ist es so ähnlich wie im Islam. Man nimmt einen hebräischen Namen und dann heißt man, was auch immer, Ben Abraham. Also den kriegt man automatisch mit. Damit ist irgendwie klar, das haben nur die Konvertiten oder also zu 99%. Und irgendwie war mir das alles zu. Also ich dachte, das ist ja unfair. Fair, wenn jetzt irgendwie so eine Gruppe, also jetzt immer mehr wert ist als ich, also dass ich gar keine Chance habe. Und dann hätte ich gedacht, also warum sollte Gott das tun? Warum sollte mir nicht jetzt die Erlösung oder das Gesetz oder warum sollte das für mich nicht gelten können? Ne?
Wir waren da zu viele Fragen und ich habe dann auch tatsächlich mehrfach versucht, mal einen Rabbi zu diesem Thema zu befragen, was der dazu sagt, weil ich hatte nur das, was man so ein paar Bücher und was man halt so im Internet liest, aber irgendwie habe ich den dann auch nie ans Telefon bekommen und irgendwie habe ich das dann als Zeichen gewertet, dass ich diesen Weg jetzt nicht weiter verfolgen sollte. Es war zu. Also für mich schien das auch nicht meine Fragen zu beantworten. Weil ich war ja auf der Suche, was bringt die Erlösung? Was ist unser Sinn des Lebens? Und wenn der Sinn des Lebens ist, weil ich die falschen Eltern habe, kann ich so hoch springen oder so hoch? Ich habe keine Chance. Dann habe ich dann mal gedacht, ist, glaube ich, nicht richtig, meiner Meinung nach. Also damit kann ich mich zumindest nicht identifizieren. Und das Christentum war natürlich keine Alternative. Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, die einzigen, die ja dann überhaupt in die Nähe der Wahrheit kommen, sind ja entweder sowas wie die Zeugen Jehovas, die ja immerhin diesen Monotheismus begriffen haben, oder so die Unitarier, also die sagen auch, also das ist irgendwie jetzt nicht so Gottes Sohn und diese Nummer, sondern die sagen ein Gott und alles andere sind höchstens Gesandte, Propheten und so weiter. Also so ein bisschen wie im Islam, nur halt nicht die volle Wahrheit. Aber zumindest mal näher dran. Die sind dann zumindest mal näher dran. Irgendwann habe ich mir so gedacht, warum soll ich mir denn eigentlich jetzt nicht einfach mal einen Koran kaufen und ihn lesen? Dann werde ich ja nun schon feststellen, ob das jetzt richtig, falsch, ob das mir zusagt oder nicht. Und dann bin ich, also den Koran hatte ich mir ehrlich gesagt sogar schon ein bisschen früher gekauft, aber dann stand er halt im Regal und dachte, ich könnte ihn ja mal lesen. Und ich habe dann angefangen zu lesen in einer Übersetzung, die auch gemeinhin als schlecht gilt, als holprig, vom Heine Verlag. Aber ich habe die dann gelesen und ich habe, weil das wörtlich übersetzt war, nicht viel verstanden. Ich dachte so, ich verstehe das gar nicht. Wir, ihr, sie, dieser Majestätsplural, diese Anordnung der Suren irgendwie. Also die deutsche Sprache hat mir da keinen Zugang, aber ich wusste, also jetzt verfolgst du das mal weiter, weil das ist interessant, weil allein diese Sura Al-Fatiha, die hat im Wesentlichen meine durch die Fitra bedingte Ansichten ja sofort bestätigt. Also ich habe das gelesen, dachte ich, das ist es. Aber den Rest, den muss ich jetzt nochmal genauer. Und dann habe ich mich halt im Internet auf die Suche gemacht, islamische Foren besucht. Damals war das ja nun alles irgendwie mir völlig fremd. Und dann habe ich alles gelesen. Also heute, um das mal in Gruppen einzuteilen, also von den extremen Sufis bis zu den extremen die man heute so als Wahhabia bezeichnet. Also habe ich alles gelesen, gehört, Videos geguckt, alles. Also ich wollte einfach mir ein Bild verschaffen. Und hier in Deutschland sind die Leute, die am aktivsten Dawa machen, sind halt diese Al-Wahhabia. Also kann man jetzt gut oder schlecht finden, das ist nun mal einfach nur Fakt. Und die haben einen bestimmten Prediger und der ist Deutscher, hat aber Arabisch studiert und der konnte mir die Fragen, die mir auf der Seele lagen, die hat er zumindest so angesprochen, dass ich sie verstehe. Also ich musste nicht ein arabisches Video oder ein türkisches mit Untertiteln gucken, sondern der hat das in rheinischem Slang für mich, also hat mich angesprochen. Und ich dachte so, hey, das ist ja irgendwie interessant, was der sagt. Und dann habe ich halt gefragt, was ist denn, wenn ich eine Stelle im Koran nicht verstehe? Weil die Bibel, das ist so wie nur eine Geschichte immer geschrieben, jedes Kapitel. Also man, und der Koran hat ja eine ganz andere Struktur.
Und dann wurde mir gesagt, du brauchst einen Tafsir. Dann habe ich mir einen Tafsir geholt und der weiß ich heute auch, dass der umstritten ist, aber zumindest auf jeden Fall hat es mir geholfen. Also es war auf jeden Fall so. Und dann gab's, dann war für mich so klar, dass das ist es. Also genau das ist es. Und die Frage ist jetzt, wie mache ich jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich gelernt, okay, ich kann, wenn ich jetzt konvertiere, dann gibt es gewisse Sachen, die gehören sich dann halt nicht mehr. Alkohol trinken, Schweinefleisch und so ein Zeug. Da dachte ich, okay, das kann ich ja mal einfach probieren. Also habe es in meinen Tagesablauf versucht zu inkorporieren. Hab, also wenn es in der Kantine halt Schnitzel gab, habe ich halt das Vegetarische gegessen und habe halt abends dann kein Bier getrunken.